Gut. Ja, allen herzlich willkommen von Vevaios. Wir werden uns ein bisschen bemühen, nicht nur Dialekt zu sprechen, also ein verständliches Deutsch, weil wir eben Freunde und Interessierte aus Liechtenstein und aus Norddeutschland dabei haben. Und dann wird es ein bisschen schwierig, wenn wir nur in unserem Bustra-Dialekt sprechen. Haben wir auch mit dem Simon also ausgemacht, gell? Ja, ich gebe mein Bestes, ja. Ja, vielleicht wäre es auch mir. Vevaios. Vevaios ist ein Netzwerk von Beratern. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Und der Kern vom Netzwerk sind der Valentin Bifrader, Organisationscoach und Mentaltrainer. Und bin ich, Vera Nikolusilek, Organisationscoach und Mediatorin. Wir begleiten Menschen und Organisationen ganzheitlich in Entwicklungsprozessen. Ja, und nachdem wir mittendrin sein, am Mittwoch mittendrin, nachdem wir mittendrin sein in der zweiten Welle und nachdem wir auch mittendrin sein im Leben, haben wir uns entschieden, jetzt bis Weihnachten wöchentlich die Mittendrin-Gespräche zu machen und allen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Heute starten wir mit dem Simon Mauberger und der Seil wird jetzt kurz vorgestellt. Morgen. Ja, Simon, bevor du loslegen darfst, ein paar Sachen zu deiner Person, weil sich selber vorstellen ist nicht immer angenehm in dem Sinn. Also der Simon ist mittlerweile 25 Jahre alt, kommt aus einem schönen Arntal, aus St. Peter im Arntal und ist, mehr als auf der Homepage selber geschrieben, seit der 3,5 Jahre ist der Skifahrer und relativ schnell auch und sein Traum war, Skirennläufer, Skiprofi zu werden. Er hat es mittlerweile geschafft. Er hat 2014 sein erstes Weltcuprennen gemacht. Und ich glaube, einer von den größten Erfolgen war sicherlich die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft im Team-Event. Hat im letzten Jahr du warst auf dem Weg zur absoluten Weltspitze. Du hast unter anderem 3 Top-10-Platzierungen gehabt und dann ist dir etwas passiert. Also diese Erfolge unter anderem, ich weiß nicht, gibt es noch andere Erfolge, die du erwähnen willst oder kannst? Ich denke sicher, 2007 ist eines von den wichtigsten Rennen gewesen. Also, heimisch das erste Mal passiert, dass ich schneller gewesen bin als wieder Papa bei der Vereinsmeisterschaft. Das ist ein ganz wichtiger Eckpunkt, aber nein, du, meine ich, hast eh alles ein bisschen gesagt, deswegen. Ja, gut, ja, siehst, das steht natürlich nicht auf der Homepage, aber das sind natürlich wichtige einschneidende Ergebnisse. Danke, Simon. Ja, Simon, gleich zu dir. Die erste Frage auch. Du hast den Unfall gehabt, sagen wir jetzt einmal so, die hat es aufgestellt. Du hast dann eine schwere Knieverletzung gehabt und uns interessiert natürlich, was ist in dem Moment bei dir los gewesen und anschließend. Also was hast du gedacht, was hast du gefühlt, wie bist du mit der Situation umgegangen? Durch das, dass es eigentlich meine erste große Verletzung gewesen ist, habe ich zuerst einmal eigentlich im Moment nicht richtig realisiert. Also ich habe nicht geglaubt, dass das jetzt wirklich geschehen ist. Und logisch, die ganzen Träume, die ganzen Ziele, was man sich für die Saison gestellt hat, die fallen jetzt alle total ins Wasser. Man wirst von der Realität ausgerissen, in einer unfeinen Situation, wo man das einfach nicht wahrhaben will. Und es ist einfach auch ganz wichtig, um einen ganzen Frust rauszulassen und einmal die unangenehme Situation, die Scheißsituation, wenn ich das jetzt so sagen mag, einfach einmal richtig rauszulassen. Also einen ganzen Frust rauszulassen. Und einfach ja, sich damit auffinden, dass die Situation jetzt so ist. Und wie gesagt, umgehend dann auch wieder einen Plan zu haben, okay, das ist jetzt so, wo habe ich jetzt wieder an, wo starte ich,
logisch, man muss einen kleinen Neubeginn machen. Und ja, es ist einfach wichtig, dass man sich da einen Plan macht, um wieder schrittweise voranzukommen. Du hast gesagt, so Frust rauslassen, einmal den Ärger rauslassen. Wenn ich nachfragen darf, wie hast du das eigentlich getan? So, hat jemand draufgezahlt und Anführungszeichen? Oder wie kann man sich das bei? Ja, ich denke, dass man sicherlich einen kleinen Zeitraum auch für sich selber braucht, also alleine, um die ganzen Gedanken auch zuzulassen, was da kommt. Und logischerweise im Anschluss sind da sicher die gewissen Personen, also entweder ein Ansprechpartner, ein Mentalcoach, Elternteil, Geschwister, so wie jetzt einmal. Irgendjemand ist da sicher, mit dem man sich da angeben kann, wenn man richtig alles auslassen kann, reden kann und einfach Leute, was für einen auch da sein. Okay. Das ist ganz ein wichtiger Hinweis auch für uns alle. Also wir haben ja auch gesagt, wir tun aus diesen Gesprächen auch wieder sagen, was heißt das für uns? Was heißt das für uns als Unternehmer? Was heißt das für uns auch als Privatperson? Es ist einfach auch wissenschaftlich erforscht worden, dass wir kennen nicht alles. Oft einmal wird das so verwechselt im Mentaltraining, dass alles nett und alles schön ist. Also das positive Denken, alles soll super sein. Es ist nicht so. Und wir müssen, jeder von uns muss in einer bestimmten Situation einmal eine Zeit lang sozusagen seine Emotionen, seine Gedanken einmal zulassen, damit man da wieder rauskommt. Weil sonst ist das wie ein Kochtopf, dem was man zudrückt und der sowieso irgendwann explodiert. Und deswegen, Simon, danke für das Beispiel auch, weil das ist eigentlich eins zu eins auch zu übertragen. Zuerst die Situation akzeptieren, den Frust auch zuzulassen, so schnell wie möglich, aber dann Richtung Umsetzung gehen. Du hast ja gesagt, du bist dann die Situation in Gang. Wer hat denn dir einen Plan gemacht? Wie bist du danach weitergegangen? Wenn du das kurz erklären kannst, bitte. Ja, also ich habe eigentlich all meine drei, vier Personen um mich herum, was mich jetzt seit längerer Zeit schon begleiten. Sei es ein Skitrainer, als ein Konditrainer und einfach auch daheim ein Ansprechpartner. Nicht? Und auch mit der Aussprache von ihnen haben wir schrittweise also einen kleinen Plan gemacht, wo wir auch all wieder Zwischenziele gesetzt haben. Und das ist unmöglich wichtig, dass man, wenn man sich ein großes Ziel setzt, dass man sich auf dem Weg dahin allem wieder kleine Ziele setzt, um auch kleine Erfolge wieder zu haben. Weil von A nach B kann es oft brutal lange dauern und ohne so kleine Zwischenerfolge, ohne so kleine Zwischenziele, fliegt man irgendwann um den Ehrgeiz. Also wenn du siehst, okay, ich mache jetzt für einen Monat einen gewissen Aufbau und nach einem Monat kann ich ein kleines Ziel erreichen, dann ist das ein Gefühl, wieder das mir mehr Auftrieb gibt, dann auch lange durchzuhalten für die Erreichung von dem großen Ziel. Okay, ja, ich glaube, das kann man auch wieder eins zu eins auf die Arbeitswelt übertragen und auf jede andere Sache, dass man so in Situationen zuerst einmal die Situation akzeptiert, wie sie ist. Und dann schaut in kleinen Schritten nächste Schritte zu machen, aus der Situation zu lernen. Ich möchte da ganz kurz was einblenden. Ein Modell, ich glaube, es kennt das als Segen. Es geht darum, wie gehen wir in schrittweise sozusagen mit fordernden Situationen normalerweise. Und das ist jetzt eigentlich egal, ob es jetzt eine größere Sache ist oder eine kleinere. Der erste Moment ist allem, wir verdrängen was oder wir leugnen die Realität.
Wir verdrängen sie, wenn wir jetzt das Beispiel Corona nehmen, wenn es eigentlich noch vielleicht zurückerinnert, oder auch jetzt in der Situation zuerst einmal, nein, das kann nicht sein, das gibt es gar nicht, der Virus, den gibt es gar nicht. Ja? Den haben höchstens haben den die Chinesen drüben. Der zweite ist, jetzt kommt er auch plötzlich zu uns an, und dann ist der erste Schritt, was wir so automatisch machen, meistens, wir suchen einen Schuldigen. Ob es jetzt eine Person ist, ein Umstand ist oder eine Organisation oder ein Staat, dann ist das der Schuldige. So, der hat die Schuld. Und das dritte ist, das nächste ist, ich suche die Schuld bei mir. Ja, also was war mein Beitrag dazu, dass das passiert ist? Der nächste Schritt ist, ja, jetzt muss ich das tun, obwohl ich es aber nicht will. Das heißt, das ist die Verpflichtung. Und im mentalen und im Coaching-Bereich sagt man, okay, und das Idealste ist aber, dass man die Situation annimmt, dass man in der Sinne die Verantwortung für die Handlung, die ich jetzt setzen mache, kann, übernimmt und so, sozusagen die innere Einstellung hat, ich will diese Situation, also es klingt oft einmal ein bisschen komisch, ich will in Corona, ist ja komisch, aber ich will diese Situation und wie ich will diese Erfahrung machen, ich will daraus lernen. Und das ist eigentlich wichtig, dass man diese Schritte durchmacht. Und Simon, du hast die sehr schnell durchgemacht. Du hast zuerst einmal vielleicht gesagt, das kann es nicht sein. Du hast keine Schuldigen gesucht. Das ist aber, du hast die zwei Schritte fast übersprungen. Und bist dann auch hingegangen und jetzt muss ich. Und ich weiß nicht, bist du da auch drin, dass du sagst, jetzt hole ich mir das Beste draus auf. Bist du auch schon drin? Ich denke, du kannst von jeder Situation aus etwas lernen. Nicht? Also, so unangenehm, wie es oft ist, aber wie gesagt, du musst diese Situation annehmen, weil du sie nicht ändern kannst. Also, das kann oft da äußere Einflüsse sein. Auch wenn du dich gut vorbereitet hast, du musst die Situation annehmen, weil du dich jetzt in der befindest und musst versuchen, wirklich das Beste daraus zu machen. Du kannst dich auch mit anderen Leuten aussprechen, Feedbacks holen, die was schon in einer Situation gewesen sind. Einmal. Zum Beispiel jetzt bei uns Athleten, wenn einer Verletzung gehabt hat, ein ähnlicher, ist ganz wichtig, in Kontakt zu suchen. Ne? Und sich mit denen ein bisschen zu konfrontieren, ihnen zu folgen, schau, wie ist dir gegangen, hast du die Rückschläge auch gehabt, wie sie zur Zeit da haben. Das ist einfach ganz wichtig, dass man sich auch von vielen verschiedenen Leuten Feedback holt. Simon, Skifahren ist ja immer wie ein Risikosportart. Und dann bleibt Alma so, jetzt durch die Verletzung, aber auch wenn ich auf die Piste wachse, auch in der Unsicherheit, Risiko, wie gehst du mit denen um? Es ist weniger die Unsicherheit, als wie auch gesagt, die kleinen die Einflüsse von außen teilweise. Das Restrisiko, was du einfach, du kannst zwar nicht kontrollieren, also es ist da, aber du kannst versuchen, es so klar wie möglich zu machen. Sprich durch körperliche Vorbereitung, durch mentale Vorbereitung, durch eine gute Ernährung, durch Visualisation. Deswegen, ich glaube, das kleine Risiko, also das beste Risiko, beste Dose einhalten. Aber man muss halt versuchen, es so klar wie möglich zu halten. Ja, das beste Risiko, über das redet man jetzt auch gerade. Der Gerald Hüth, ein Neurobiologe, hat eben erst kürzlich gesagt, ja, Leben ist mit Restrisiko verbunden. Wir können nicht alles kontrollieren. Also wird es mal Skifahren auch sein, trotz Vorbereitung. Wieso tust du das, Dächter? Das nehme ich einfach in Kauf, weil das meine Leidenschaft ist. Weil das für mich einfach, weil ich einfach mein Ziel habe. Das will ich und das muss ich kompromisslos in den Kauf nehmen. Also, das gehört dazu. Mhm. Orientierst du dich da auch wie an anderen an Mannschaften die, oder an anderen Sportler, die schon solche Erfahrungen gemacht haben?
Ja, deswegen ist auch, wie der früher angesprochen haben, ist der Austausch von Informationen, auch von Erfahrungen unter die Athleten. Teilweise sind jetzt auch Trainer, was für Athleten gewesen sind, was da in gewissen Situationen einfach auch einen kleinen Tipp geben können, wie gesagt, auch wieder das Risiko ein bisschen zu minimieren oder einfach auch mal auf gewisse Situationen zu verzichten, genau das Restrisiko ein bisschen auch zu schraufen. Okay. Ja, danke dabei. Ich hätte die nächste Frage, ja, Simon. Der Heilungsprozess bei dir, wie ich es verfolgen gekannt habe, war jetzt nicht ideal. Hast du es einmal ganz einfach ausgedrückt. Wie gehst du da mit den Rückschlägen um? Was ist denn da in dir vorgegangen? Ich denke, es wird allem sehr Auf und Abs geben, sei es im Leben, sei es im Beruf, sei es beim Sport jetzt, bei mir. Ich muss eigentlich sagen, die ersten 1-2 Monate sind relativ gut gegangen. Haben wir nicht mal gedacht, boah, es geht jetzt wirklich schnell. Und danach eben durch so, dass Corona gekommen ist, sind wieder die ganzen Strukturen zugegangen, die ganzen Schwimmbäder und so weiter. Und dann gemäß die Physiotherapie wieder ein bisschen als Minimum zurückschraufen. Und dann hat er eben den Heilungsprozess wieder ein bisschen verlangsamt. Nicht? Es ist einfach schwer gewesen, weil ich auch gesagt habe, schau, ich habe das Ziel gesetzt, im August wieder auf die Ski zu gehen. Und logischerweise auch ein bisschen angehebte Zweifel. Mir sind Gedanken gekommen, ja, weißt du das etwas, wie tue ich es weiter? Aber genau in der Situation ist es auch wieder wichtig, einfach versuchen, die Situation anzunehmen, wie es ist. Und sich auf einen Plan zu verlassen und einfach wirklich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche einfach zu arbeiten und zu schauen, weil du musst einfach, wie gesagt, für dich selber, für dein Wohlbefinden, kleine Schritte machen, dann auch wirklich auf das große Ziel oder auf einen gewissen Punkt hinzukommen. Ist in der Zeit, ja, ich sage mal so, da immer motiviert zu sein, ist sicher schwierig. Vermute ich jetzt einmal, also in der langen Zeit. Hast du es allem geschafft, allein dich zu motivieren oder wie war denn das? Nein, du, ich denke, die Motivation von einem selber aus ist von Haus aus ein bisschen da. Aber es wird schon Situationen geben, wo ich sage, schau, ich schmeiß alles hin. Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann ist, wie gesagt, umso wichtiger, dass man Bezugspersonen hat, in denen man wirklich vertraut hat, die einen da wieder langsam helfen aufzubauen und die einfach für einen da sein, weil wenn du alleine auf dich gestellt bist, dann ist es schwierig. Und dass die jemanden anzuvertrauen, das ist unmöglich schwierig, auch für den Mensch selber, weil das eine unangenehme Situation ist. Aber die Situationen müssen man switchen in solchen Situationen, weil du alleine da schwierig rauskommst. Im Grunde übertragen auf den, wir sind nie allein. Vertrauenspersonen suchen, wer waren, brauchst nicht Namen sagen, aber so für die Rollen her, wer waren also deine Vertrauenspersonen? Wer waren denn da? Ja, zwischen einem Teamkollegen und einem langjährigen Trainer, was mich jetzt eigentlich schon begleiten hat, haben sie eigentlich völlig jeden Tag geherrscht, haben sie auch öfter getroffen, haben wir geredet über die ganze Situation und ja, einfach der Umgang mit den zwei Leuten hat mir eigentlich allen wieder Auftrieb gegeben und allen wieder neue Motivation. Simon, in unserem Gespräch hast du auch erzählt, dass die Mannschaft für dich ganz wichtig war, dass es da auch Unterschiede gibt. Welche Rolle spielt denn die Mannschaft, das Team für dich? Ich finde das ganz spannend, auch aus unserem Gespräch heraus, weil man das auch eins zu eins auf dem Unternehmensalltag übertragen kann. Ja, also du siehst, dass der Skisport eigentlich ein Individualsport ist,
möchte dann meinen, ja, das Team ist nicht so wichtig. Aber es ist ja allem hinter einer starken Person oder hinter einem erfolgreichen Klettstadt das Team, was das alles möglich macht. Also sei es jetzt im Umgang mit den Leuten, die Vorbereitung auf ein Rennen oder auf ein Training, die ganze Organisation, das ist unmöglich wichtig. Und wenn da eine gute Harmonie drin ist, wenn man sich gut versteht, ist das so einfach, ist um und auf, um dann auch wirklich Erfolge zu feiern. Mhm. Und was dient ist, dass das ein gutes Team hat, was wird da tun? Es wäre schon auch von Trainer gezielt, dass er ein bisschen Teambuilding oft gemacht. Ein bisschen, es werden gewisse Situationen auch ein bisschen provoziert, absichtlich. Aber genau die kleinen Situationen, wo es dann wirklich einmal kracht oder wo es ein bisschen ein Funk zwischen den verschiedenen Parteien. Im Nachhinein sind das genau die Situationen, was die dann umso mehr zusammenschweißen. Also, ja, es ist einfach eine gute Harmonie in unserem Team, muss ich sagen. Und ja, wie der vorher angesprochen, das ist um und auf, um dann auch wirklich Erfolge zu feiern. Aber du sagst, es kracht auf, da mal praktisch werden auch Konflikte oder Unstimmigkeiten umgesprochen, geklärt und danach geht es gut weiter, oder? Ja, eben, es ist ganz wichtig, dass man das auch anspricht. Und also, es wird nicht allen alles gut gehen. Also, es muss wirklich einmal klappen. Und dann ist es auch wichtig, dass man die Sachen anspricht, dass man die nicht einfach hinten nur versucht zu klären, dass man die mit allen Parteien, ja, einfach, dass man sie konfrontiert und dass man das dann untereinander in der Gruppe ausmacht und aufschließt wieder. Damit einfach wieder Harmonie ist und jeder sich auf seine Leistung konzentrieren kann. Es gibt ja auch Teamwettbewerbe, du hast ja auch mit Eilen einen Teamwettbewerb gemacht. Also ist es ja auch extrem wichtig, als Team gemeinsam erfolgreich zu sein. Ja, es ist einfach auch der Erfolg, den jeder Einzelne feiern kann, dass man ihn das verbund, das ist einfach ganz wichtig auch fürs Team. Weil wenn ich jemand etwas an Erfolg nicht richtig vergunne, dann ist weißt du, zwischen dem Team allem etwas sein, was nicht ganz stimmt. Wie ist denn das, wenn über das haben wir nicht geredet, Simon, aber ich bin jetzt einfach neugierig aufgrund dem, was du jetzt gesagt hast, wenn Trainer nicht harmonieren oder Funktionäre nicht harmonieren, wirkt sich das, weil ich vergleiche das gerne mit Führungskräften, wirkt sich das noch auf einen Athleten aus oder spielt das eigentlich keine Rolle? Ja, ich denke, indirekt spielt sich sicher ein bisschen oder auf uns, oder wirkt sich ein bisschen auf uns aus, weil einfach das merkt man, die Spannungen zwischen, so wie es immer zwischen Trainer oder Funktionäre. Und die kann man. Man kann schon wegschauen, aber man bekommt es echt mit. Also, und einen von den zwei, so wie zum hat man echt ein bisschen lieber. Na, automatisch wird man in einem Team oder auf einer Partei ein bisschen überspringen. Und logischerweise na, ja, ist die Harmonie einfach nicht mehr da. Mhm. Deswegen ist es umso wichtiger, dass das ganze Trainerteam um die Athletennummer, sei es ein Physiotherapeut, ein Trainer, ein Doktor zum Beispiel, dass ich den auch gut verstehe. Und in Summe hast du uns verraten, wenn es im Team nicht passt, dann wirkt es sich auch auf die Leistung aus, gell? Ganz genau. Es klingt sich jetzt, oder es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen als Individualsportler komisch an, aber es ist ja so, also ich habe in den letzten Jahren selber erlebt, dass wenn es im Team nicht funktioniert, dass die Leistung für die Athleten auch ein bisschen unterleidet. Mhm. Kannst du ein Beispiel aus, Simon? Ja, ich weiß es nicht. Also jetzt, wenn jemand den Skisport ein bisschen verfolgt, glaube ich, sieht man, dass die italienische Slalomgruppe relativ gute Erfolge gefeiert hat über die letzten Jahre und die Riesentorlaufgruppe wie weniger. Aha, okay. Und da ist eigentlich, da trifft genau das zu. Also
der Slalomgruppe, wo ich zum Glück drin bin, ist unmöglich ein gutes Gruppenklima zwischen den verschiedenen Athleten, Trainer und so weiter. Und in der Riesentourlaufgruppe funkt es wie öfter. Und so kennt man auch. Ja. Okay. Valentin, eine kurze Frage. Im Chat ist gestanden, visualisieren. Was heißt denn das? Kannst du das kurz erklären als Mentaltrainer? Ja, erkläre ich ganz kurz. Visualisation ist die Vorstellung, also ganz einfach ausgedrückt, die Vorstellung eines Ablaufes oder einer Situation im Kopf, ohne sie auszuführen. Also es ist nur im Kopf da. Das ist einer von den stärksten, sage ich, einer von den stärksten Methoden im Mentaltraining, dass man zum Beispiel jetzt ist wieder Simon in der Situation, was nicht in der Situation, wo du jetzt bist, sondern wo du davor drin warst, wo du nicht Skifahren gehen kannst, dass er sich jeden Tag trotzdem Skifahren geht, aber nur im Kopf. Man hat einfach festgestellt, dass ob man sich's vorstellt oder tut, für den Kopf, fürs Gehirn macht es keinen Unterschied. Es seien dieselben Synapsen, dieselben Verbindungen im Kopf aktiviert. Und das heißt, das Gehirn sagt dann, aha, der braucht es trotzdem noch. Und deswegen werden die Synapsen nicht, sondern weiterhin ausgebaut. Und das machen die Skifahrer. Man sieht es also vor allem von Rennen, von Lauf, dass sie zum Beispiel nochmal in Lauf durchgehen. Das ist zum Beispiel eins. Oder auch, dass sie einfach wirklich auf die Technik sich konzentrieren, auch wenn sie nicht auf die Ski stehen. Das ist Visualisieren. Und das kann man natürlich jede andere Situation auch übertragen. Das, ein Beispiel mache ich jetzt, wenn es auf eine wunderschöne Situation denkt, irgendwann, die haben sagen, oben am Gipfel stehen oder ich weiß nicht, so ein freudiges Ereignis bei einer Geburt von einem Kind und die denkt es wieder durch. Ich stelle mir das wieder vor, also ich wieder visualisiere das, dann kommen dieselben fast wieder hoch. Und das ist Visualisieren. Simon, du hast in unserem Vorgespräch, ich gehe auch wieder auf Selin, weil du hast in unserem Haufen erzählt und das habe ich sehr spannend gefunden, weil ich da einfach auch einen Zusammenhang mit unserer Begleitung von den Unternehmen gesehen habe. Wir arbeiten mit positiver Psychologie, positiv Leadership und du hast gesagt, ja, in schwierigen Situationen, aber grundsätzlich orientiere ich mich an meiner Stärken, gehe ja auf das hin, wo ist anderen etwas gelungen, wie kann ich das auf meiner Situation übertragen? Kannst du da kurz etwas sagen, Arzin? Ja, also es ist unmöglich wichtig, dass man sich seiner Stärken, aber auch seiner Schwächen eingestellt. Mhm. Und sich auch wirklich auf seiner Stärke verlässt, logischerweise, man muss an seiner Schwächen arbeiten, aber der Anker, den man selber hat, der muss auf die Stärken auch gebaut sein, weil es die Fähigkeiten sind, die einer bis dahin gebraucht haben. Also, es ist zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, bei mir ist einfach der Ehrgeiz da, denn ich sage, schon auch allem, ich habe in allem gewählt der Beste sein. Sei es jetzt, wenn ich mit der Schwester Federball gespielt habe oder eben beim Vereinsrennen gekommen bin, ich in allem gewählt gewinnen. Und das ist auch meine Stärke, sage ich jetzt in dem Fall. Und Das sind Sachen, die man sich, auf die man stolz sein kann für sich selber. Und wie gesagt, dem muss man sich einfach festhalten und einreden, weil genau die Sachen, die sind, was ans Frauen bringen. Frage ich weiter, Valentin, oder magst du? Nein, mach gleich. Du hast gerade eine Frage im Kopf gehabt, deswegen. Ich habe jetzt in den letzten Monaten sehr mit Mindfulness, also mit Achtsamkeit und bewusst,
bewusst Entscheidungen treffen, bewusst sein im Moment befasst. Ist das bei NK Thema? Ich weiß, wir haben nicht darüber geredet, mir ist davor eingefallen, weil du bist ja auch wieder in fordernden Situationen, dass sich entspannen in die fordernden Situationen, wird nicht allen gelingen, sondern wahrscheinlich geht es viel mehr um sich bewusst sein, was ist bei mir gerade los und was ist trotzdem zu tun. Gibt es so, also nutzt es das Thema auch im Skifahren? Ja, jetzt nicht direkt, also das sind alles Sachen, was indirekt ein bisschen passieren. Wenn ich heute zum Beispiel aufstehe und ich sehe, okay, ich bin heute nicht gut drauf, ich fühle mich nicht gut, ich bin müde, da sitze ich in einem Skitraining hingehe und sage, okay, ja, nein, jetzt, was tue ich? Fahre ich 10 Läufe, wo ich echt weiß, dass ich nie auf 100% fahren kann, oder versuche ich jetzt eine zwei Läufe richtig rennmäßig zu machen. Ich bereite mich vor, ich lasse mir die Zeit, ich nehme mir die Zeit und versuche von der Situation das Beste rauszuholen. Also die Sachen sind unmöglich wichtig, auch, dass man für sich selber eben das Beste rausholt. Weil, wie gesagt, es bringt nichts, wenn ich versuche, so viel wie möglich Trainingsläufe zu absolvieren, aber ich weiß, ich bin nicht auf 100%. Deswegen da ist das Bewusstsein sicherlich ganz wichtig, ja. Ja. Ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der aktuellen Situation. Wir sind mitten in der zweiten Welle, wir sind mitten in der Corona-Krise. Es wird in einem und anderen allem wieder mal so gehen, dass es aussteht und das ist nicht so ein cooler Tag. Und wirklich zu sagen, okay, es geht mir gerade nicht so gut, aber was ist jetzt wirklich zu tun? Und da öfter die Schritte zu setzen, was im Moment möglich sein, die Richtung Zukunft gehen, die Richtung Erfolg auch wieder gehen. Ja, jetzt lese ich da noch kurz eine Frage durch. Mhm. Wie stellt man sich laufend auf neue Situationen auf? Ah, da ist jetzt eine Frage gekommen von Elmar Altenberger. Also, ja, die Einstellung auf verschiedene Skipisten und Wetter, das ist eine gute Frage. Also, ja, das Wetter sieht man eigentlich erst in der Früh, wenn man aufsteht, weil der Wetterbericht ist meistens unzuverlässig. Deswegen denke ich jetzt, wenn man aufsteht und es fetzt, also es regnet richtig, ist einfach wichtig, auch die Ruhe zu behalten, dass man nicht einfach sagt, okay, heute ist echt der Scheiß, sondern wirklich auf den Hang zu gehen, um mich zu fahren, sich selber wirklich sagen, jetzt schaue ich mir die ganze Sache zuerst einmal an, jetzt mache ich Besichtigung, weil mittlerweile haben sie wirklich so eine Techniken außer getüftelt, so jetzt einmal, zum Beispiel, wenn jetzt richtiger Regenwetter ist auf die Skipisten, dass du einfach mit Salzpräparate auf den Schnee drauf werfen und du hast wirklich eine super Piste wieder. Also es kann wirklich von einer augenscheinlicher letzten Situation zu einem mega Rennen kommen. Deswegen ist es unmöglich wichtig, nicht sehr Vorurteile zu haben, sondern auch einfach wirklich im Moment anzuwarten und dann auf den Moment zu entscheiden und dann wirklich zu sagen, okay, ja, jetzt passt, jetzt das Rennen ist gemacht, ich versuche jetzt wirklich wieder in meiner Routine hineinzukommen. Oder wenn zum Beispiel ein Rennen angesagt ist, nicht einfach sagen, okay, scheiße, ja, es ist jetzt eine blöde Situation, einfach wieder zu sich sagen, okay, das ist ein äußerer Einfluss gewesen, ich kann den nicht beeinflussen, also ich kann nicht dafür und sich einfach mit dem wieder anzufinden. Ja, Elmar, ich darf, wenn ich Elmar, deswegen darf ich ja per Du sein mit ihm. Elmar, und da tante jetzt das auf Nauwarzalltag gut übertragen, wie du es schon gesagt hast. Also, das Wetter ist wie es ist, das kann am nächsten Tag so sein, wie ich es gerne hätte. Und du als Unternehmer stehst am nächsten Tag auf und sagst: Wow, neues Gesetz, ein neues Verbot. Mitbewerber. So, jetzt kannst du den ganzen Tag drüber ärgern, jetzt kannst du den ganzen Tag mit den Mitarbeitern drüber ärgern. Und das war genau, was der Simon gesagt hat, es nutzt nichts, die äußeren Einflüsse sein, wie sie sein. Die kann ich
nicht beeinflussen. Was ich aber beeinflussen kann, ist, wie ich damit umgehe. Das heißt, die innere Einstellung, die macht es aus. Die entscheidet über die Bewertung einer Aussage, einer Situation. Nur die entscheidet, also jeder für sich. Und in dem Sinn dann sagen, okay, und was tun wir jetzt? Was kann ich tun? Wer hilft mir dabei? Um dann auch, wie vielleicht das gesagt hat, dass man bis zum Schluss rausfindet, wenn man aktiv gewesen ist, okay, so schlimm war die Sache jetzt sogar nicht. Das ist sogar hilfreich. Vielleicht gibt es das auch. Also das war jetzt für mich die 1-zu-1 Übersetzung. Wenn eine Situation von außen kommt, die ich nicht beeinflussen kann, so schnell wie möglich in Beeinflussbereich hineingehen und sagen, was tun wir jetzt? Und da seid das jetzt jeden Tag und jede halbe Stunde oder jede Stunde wieder neu gefordert, weil so schnell Regeln aufstellen und wieder neue Regeln aufstellen, so schnell kann man fast nicht mitdenken, wie es gerade passiert. Ja, zweite Frage ist noch von Paul. Simon, wenn die Forschen wieder rennen, weil der Paul schickert schon wieder mit. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich gewählt, 5. und 6. Dezember wieder in Val d'Isère auf dem Start sein. Jetzt, wie es momentan ausschaut, wir sitzen mal 2 Wochen Pause noch wieder, weil ich letzte Woche nach dem Training eigentlich habe ja eine letzte Reaktion beim Knie gehabt. Und deswegen versuche ich jetzt, gesagt, wieder so gut wie möglich auszukurieren und exakt, wir versuchen 5. und 6. Dezember in Val d'Isère auf dem Start zu stehen wieder. Okay, also Paul, Vera, sag. Ja, es ist noch eine Frage gekommen von Christian. Ist es besser, Handlungsziele oder besser, Ergebnisziele zu setzen? Ich glaube, in erster Linie ist die Frage an Simon. Ja, das ist eigentlich so kompliziert, wie das eigentlich sein kann. Muss man sich das also vorstellen. Es ist besser, logisch, jeder Traum, ein Rennen zu gewinnen. Eine Olympiamedaille zu gewinnen, der Beste zu sein. Aber es ist wichtig, dass du auf deiner technischen Fähigkeit arbeitest. Also das Ziel von mir zum Beispiel muss sein, dass ich so gut wie möglich Skifahre. Weil wenn ich es kann, wenn ich es richte, dann kommen die Ergebnisse automatisch. Und das ist ganz schwierig, überhaupt wenn man sich auf ein Rennen vorbereitet, dass man die Erwartungen, was man an sich selber hat, morgen will ich ein Podest machen, morgen will ich Erster werden, die wirklich anzunehmen, aber zu sagen, okay, was ist wichtig für mich? Was ist das Hauptziel? Und das Hauptziel, jetzt in meinem Fall, muss sein, so gut wie möglich Ski zu fahren. Von unserer Seite, genau das, was der Simon auch gesagt hat, wir haben beides, jeder von uns hat beides im Kopf. Ich glaube, wenn es die Waage haltet, dann bin ich schon im Mentaltraining immer zufrieden. Also wenn Ergebnisziel und Handlungsziel oder Entwicklungsziele sich die Waage halten, sage ich super, perfekt. Wenn jetzt die Handlungsziele sogar ein bisschen überhand haben, ist noch besser. Aber wir brauchen auch Ergebnisziele, weil der Simon und jeder von uns will ja erfolgreich sein und wir haben da was im Kopf und das ist ja unsere Triebkraft da, das ist unsere Motivation und auf dem Weg dorthin, diese Ergebnisse zu erreichen, die wir im Hinterkopf haben oder braucht man natürlich Handlungsziele und das hat der Simon ganz zu Beginn gesagt, aus der Verletzung raus braucht man manchmal alle Wochenziele, 2 Wochenziele, also von der Handlung her, von der Entwicklung her. Weil das ist nachher wieder die Motivation. Überhaupt, wenn man so lange Verletzungen hat, die mindestens ein halbes Jahr dauern und so. Da brauche ich neben dem, ich will wieder zurück, ich will auch wieder im Weltcup mitfahren und vielleicht auch Olympiamedaille gewinnen, brauche ich die anderen Sachen, damit ich umfange, damit ich nicht sage, ich tue es erst nächste Woche, weil Olympia ist ja noch weit weg, sondern dann brauche ich die anderen Ziele. Es ist jetzt noch eine Frage im Chat und es ist die letzte Frage, weil wir müssen noch ausschließen. Viele müssen noch wieder zurück in ihren Alltag.
Die Frage ist, Simon, wie kommst du in deiner Kraft, wie schauen deine mentalen und körperlichen Schritte aus, um wie du in deiner vollen Kraft zu sein und wie du in der Leistungsfähigkeit zu sein? Ja, da ist jetzt eigentlich wieder, ich komme zurück auf die Planung. Also, sobald ich eine Skisaison ausschließe, Ende März, Anfang April, werde ich immer total Pause machen für einen gewissen Zeitraum. Und mache mal in der Pause aber schon wieder einen Plan, wie fange ich an. Also, was mache ich Mitte April, was mache ich Ende April, was mache ich im Mai. Also wirklich wochenweise oder monateweise. Auch die ganzen Trainingseinheiten. Und da ist auch wieder ganz wichtig, Zwischenziele zu machen. Wenn ich sage, jetzt, okay, ich muss in einer Woche, oder ich will in einer Woche 600 Kilometer mit dem Rad fahren, dass ich auch, wie gesagt, ein kleines Ziel erreicht und so also schrittweise einfach weiter. Oder ich will eine Kniebeuge mit 150 Kilo machen, dass ich sage, okay, ich gebe mir einen Monat Zeit bis zum hin und dann ist der Punkt der Tag X, an dem ich einmal schaue, wie weit ich bin. Also auch um so kleine Checks wieder zu machen, okay, wo bin ich? Wo bin ich in den letzten Jahren gewesen in dem Zeitraum? Und das ist einfach auch so eine schrittweise Vorbereitung bis meistens Ende August, Anfang September, wo die Trainingseinheiten entweder in Südamerika oder auf den Gletscher absolviert werden. Danke Simon, das kann man uns zu uns auf den Unternehmensalltag übertragen. Große Ziele und allen wieder Checks, wo stehen wir, wo sind wir auf dem Weg dorthin. Also mich freut es, oder uns freut es allen, wenn das also klar rauskommt, weil wir einfach auch ein Format entwickelt haben, auch mit der Dagmar miteinander, die auch da sitzt, Sportler- und Künstlerbrille, wo wir wirklich so Situationen aus dem Kulturbereich, aus dem Kunstbereich und aus dem Sportbereich kommen uns zu uns auf den Unternehmeralltag übertragen und daraus lernen, was einfach so klare, übertragbare Beispiele sind in einer Sprache, die jeder gleich für sich nutzen kann und gleich in seinen Alltag übertragen kann. Ich mache jetzt den Abschluss auch. Du auch nachher noch. Simon, danke vielmals, danke für deine Offenheit, für deine sympathische, ehrliche. Es sind da einige Unternehmen da, ich mache jetzt ein bisschen Werbung auf den Simon extra. Der Simon ist ein aufstrebender Weltklasse-Skirennläufer und wenn es einen sympathischen, erfolgreichen Leistungsträger als Werbeträger nutzen möchte, dann habe ich die Gelegenheit, ob es ihn jetzt kennenlernt, über uns oder ihm bei ihm direkt natürlich sagen. Und wie schon der Henry Ford einmal gesagt hat, wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Also investiert in einen zukünftigen, erfolgreichen Südtiroler Skirennläufer, sympathischen Skirennläufer. Und was auch eine Möglichkeit natürlich ist, wenn wir da noch sagen, wir machen gerne auch mit dem Simon miteinander Inputs, Vorträge für ein Unternehmen, für einige Teams, wenn es das will, also melde den K wieder einfach bei uns. Ich danke und Vera, lass dir das Abschlusswort. Ja, und wenn jemand vielleicht jetzt nicht in ein Skiforum investieren will, sondern in sich selber oder eben auch in sein eigenes Unternehmen, nachher könnt ihr den K gerne bei uns melden für ein Coaching, für ein Mentaltraining, für ein Organisationscoaching oder auch für unsere Lehrgänge. Spannend ist sicher Sportler-Schuh- und Künstlerbrille. Das ist uns also ein Herzensthema und wir freuen uns über jeden neuen Anruf, jedes neue E-Mail. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Nächsten Mittwoch geht unser Mittendrin-Gespräch weiter. Dann wird da Norbert Niederkofler, 3 Michelin-Sterne-Koch dabei sein. Wir werden Themen aus dem Kulturbereich, zum Thema Innovation, was ist der nächste Schritt, reden. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Mir fällt gerade auch, wir sind total in Dialekt gekippt, aber Simon, haben wir gesagt, gell? Dein Teldra-Dialekt ist einfach geschehen. Und dann nachher Hochdeutsch zu reden,
ist nicht so einfach. Danke an alle und einen guten Tag, gute Arbeit und kämpft gut durch die nächsten Tage und Wochen. Tschüss. Dankeschön, vielen Dank. Danke.